Von Stillleben bis Porträt zu christlichen Darstellungen. Der bekannte deutsche Künstler Michael Dietze malt ein sehr breites Spektrum. Zurzeit ist er für 4 Monate im Stadl zu Bellevue zu Gast. Vom Gesang zur Kunst. Der freischaffende Künstler Michael Dietze hat seine Malerien schon für die ganze Welt präsentiert. Jetzt schafft er während 4 Monate im umgebauten Kirchenstadl zu Bellevue an seinem Werk. Bei Schlusssprung ist er besuchen. Die 3 Tafelbilder hat der Michael Dietze für die renovierte Kapelle Maria zum Schnee oberhalb Grängelsch angefertigt. Und jetzt hat sich der 42-jährige Künstler noch ein Stück tiefer ins Tal gewagt. Das Bellevue verweilt er seit dem April im Rahmen von Arts in Residence. Bellevue ist ein exotischer Ort für mich. Ich komme aus dem flachen Land, aus Leipzig. Mein Atelier dort, das ist ganz anders. Hier ist es ein Stadel, ein umgebauter Stadel. Die Ruhe. Das ist schon eine Kraftquelle für mich. Die Ruhe führt zur Konzentration, zum Blick aus einer anderen Richtung auf die eigene Arbeit. Die eigene Arbeit. Da entdeckt man momentan neben geometrischen Figuren vor allem eins: Totenköpfe. Vielleicht mag man am Anfang denken, dass der nahegelegene Friedhof hier eine Rolle spielt, aber dem ist nicht so. Die Totenköpfe sind Vanitas-Symbole. Sie repräsentieren die Vergänglichkeit. Art Bellevue ladet seit letztem Jahr alle paar Monate eine andere internationale Künstlerin zum Arbeiten in ungewohnter Umgebung. Eine Art Stipendium für Kunstschaffende. Vom Dietze mit seinem breiten Spektrum ist man begeistert. Das abstrakte und gleich gegenständliche Malen. Ja, Menschen, Häuser und Berge. Und das ist ganz etwas anderes. Stillleben eigentlich. Stillleben, sage ich dem, aber auf einer Basis, die man fast nicht begreift, oder? Die Ruhe und die Einsamkeit des Bellevue beeinflussend zu arbeiten. Aber auch die Landschaft, die er dann neu in seine Bilder integriert. Der Künstler schöpft nicht nur aus sich selbst. Das ist für den Dietze ein abgegriffenes Klischee. Wenn ich ehrlich bin, ist man eher wie ein Gefäß, wie ein Filter, wo Dinge von außen einen durchströmen und das setzt in Bewegung und diese Bewegung, diese Spur der Hand kommt dann ins Bild. Am Tag vom offenen Atelier, am 23. Juli, kann man Michael Dietze in seinem Atelier zu Bellevue über die Schulter schauen. Außerdem sucht er im Rahmen von seiner Porträtserie Einwohner von Bellevue, was ich würde zur Verfügung stellen. Melden kann man sich bei Arts Bellevue.